Prinz William war heute in eine Reihe von Sport- und Backaktivitäten verwickelt, als er versuchte, den Mediensturm über die Retusche eines Familienfotos durch seine Frau endgültig hinter sich zu lassen. Prinz William gewährte heute während einer Verlobung einen seltenen Einblick in das Familienleben, bei dem er enthüllte, dass seine Frau Kate die Künstlerin ist, und sprach auch über eine der liebsten süßen Leckereien von Prinz Louis. Der Thronfolger machte diese Bemerkung bei einem Besuch in einer Jugendeinrichtung in West London, als er zugab, dass die Prinzessin von Wales und ihre drei Kinder kreativer seien als er. Während er in einer Lehrküche mit Kindern Kekse dekorierte, machte sich William über seinen Mangel an Vorstellungskraft lustig und sagte, meine Frau ist die Künstlerin. Sogar meine Kinder sind künstlerischer als ich. Er fügte hinzu, dass sein fünfjähriger Sohn Prinz Louis Streusel liebt, also werde ich hier noch mehr aufstreuen. Dies geschah, nachdem der Prinz und die Prinzessin von Wales heftiger Kritik ausgesetzt waren, nachdem Kate sich öffentlich für die Bearbeitung eines anlässlich des Muttertags veröffentlichten Familienporträts entschuldigt hatte. Aber William legte den Streit beiseite, indem er seine Aufmerksamkeit auf die übermäßige Nutzung von Mobiltelefonen in der Gesellschaft richtete und das Thema während der Verhandlung zweimal zur Sprache brachte. Während er das neue, 12 Millionen Pfund teure Zentrum besichtigte, das zahlreiche Einrichtungen für 8- bis 18-Jährige bietet, befragte er Kinder zu ihren Telefongewohnheiten. Er setzte sich mit einer Gruppe zusammen, die an einem Projekt zur psychischen Gesundheit arbeitete, und fragte, wie viel Zeit verbringen sie täglich am Telefon?